Ich bin die Annette, komme aus einem kleinen Ort im Westerwald, habe zwei Tätigkeiten. Eine, die mir besonders am Herz liegt, ist das Arbeiten mit Kindern. Ich bin E-Kraft an einer Grundschule hier in der Nähe. Und wenn ich mich selbst beschreiben würde, dann würde ich sagen, ich bin ein sehr lebhafter, aktiver Mensch und ganz wichtig ist mir das Zeitmanagement. Familie steht mir eigentlich so über allem, aber Hobbys gibt's auch. Ich koche sehr gerne, lache wahnsinnig gerne, also ich bin für jeden Spaß zu haben. Ich lese sehr gerne. Musik ist für mich die größte Art von Entspannung. Es gibt, glaube ich, nichts, was mich mehr entspannen kann wie Musik. Aber es bleibt mir zu wenig Zeit bei zwei Tätigkeiten und Haushalt. Sicherlich wird die Arbeit geteilt, dass der Mann noch ein wenig im Haushalt mithilft. Aber trotzdem ist es ganz, ganz wichtig, auch im Haushalt so ausgestattet zu sein, dass es gut vorangeht. Und bei mir ist es so, dass ich seit einigen Jahren an Arthrose erkrankt bin, die mir doch sehr zu schaffen macht, was die Hände anbelangt. Mein Schwiegersohn kam dann irgendwann mal zu mir und hat gesagt, du, ich habe eine Werbung gesehen und da geht es um einen Staubsauger. Das ist der Invictus X7 von der Firma Genius. Das ist genial, das musst du dir unbedingt mal angucken und überleg dir mal, ob du dir so einen nicht zulegen willst. Ich glaube, das wäre für dich ein optimales Gerät. Das war einfach in meinem Kopf drin und irgendwann habe ich ihn dann gekauft. Meine Erwartungen wurden weit übertroffen. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass dieses kleine Ding einmal eine solche Saugkraft hatte und die hat er, der hat eine enorme Saugkraft. Genial ist, dass er kein Kabel hat. Ich nehme den, der hängt bei mir an der Wand. Ich nehme den von der Wand und dann geht's los. Dann kann ich direkt losrasen. Kein Gewicht, einfache Handhabung. Ich muss nichts hinter mir herziehen. Ich muss keine Schnur permanent ausziehen, woanders einstecken. Den schleppe ich über das nächste Stockwerk. Kein Problem. Und was ich genial finde, ich hasse es, Staub zu wischen. Ich mag das nicht, weil ich mir immer einbilde, man wirbelt den Staub auf. Und wenn ich jetzt Bücherregale zum Beispiel, da muss man ja alle Bücher rausräumen und dann alles einzeln abstauben. Nein, da gibt es ein Zusatzteil, das mache ich da drauf und dann kann ich sogar meine Bücherregale absaugen. Oder Spinnweben, wenn welche an der Decke sind. Das ist ja auch mit einem Staubsauger mit Schnur. Ein Kabelsalat und ein ganz anderes Handling, wie wenn ich keine Schnur habe. Es ist viel, viel einfacher, damit zu arbeiten. Und ich liebe einfach einfache Dinge. Je einfacher, umso lieber. Mein Mann ist schon etliche Jahre Hausstauballergiker. Und seit neuestem gibt es von Genius eine UV-Bürste, die jegliche Art von Milben, Bakterien und Keimen entfernt und das geht alles ohne Chemie. Diese Keime, Bakterien und solche Dinge werden abgetötet durch UV-Licht. Das finde ich sensationell, dass man also nicht mehr da mit irgendwelcher Chemie rangeht, sondern dass es wirklich funktioniert mit dem UV-Licht. Und auch da war ich sehr, sehr skeptisch. Und muss dazu sagen, wir haben ein Wasserbett, die ja zu den saubersten Betten eigentlich gehören. Das haben wir irgendwann angeschafft durch die Hausstauballergie. Und als ich die Bürste das erste Mal genutzt habe, konnte ich nicht glauben, was ich aus unseren Matratzenbezügen raushole. Das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das ist Wahnsinn, was da rauskommt. Das hätte ich niemals geglaubt. Ich habe mich wirklich nachher geschämt und habe gedacht, das kann nicht sein, was da noch rauskommt. Irgendwann habe ich erfahren, dass es den X-Water gibt und habe den in einer Werbesendung mir dann auch angeschaut. Und eigentlich hatte ich große Zweifel. Ich konnte mir wirklich nicht vorstellen, dass ein Gerät saugen, putzen und das Wasser noch wieder aufnehmen kann. Das war für mich schon ganz komisch, aber auch da hat mich der Gedanke einfach nicht losgelassen,
ein solches Gerät in Besitz zu haben, weil ich mag prinzipiell einfach dieses Ausfringen der Lappen nicht, weil es mir, wenn ich einen akuten Arthrose-Schub habe, das Leben sehr, sehr schwer macht. Ich kann das dann wirklich kaum bewältigen. Und das war ja für mich eine große Chance. Und dann habe ich gedacht, das probierst du aus. Also wurde das Gerät bestellt und auch genutzt, logischerweise dann. Und das Ergebnis, das war fantastisch. Das war wirklich Wahnsinn. Ich konnte mir nicht vorstellen, was der an Schmutzwasser im Auffangbehälter hatte, weil es war ja eigentlich nur eine kleine Walze, die sich gedreht hat. Es war unglaublich. Und ich habe dann, weil ich das kontrollieren musste, ich konnte das nicht glauben, dass der Boden wirklich sauber ist, habe ich den nachgereinigt, weil ich wissen wollte, ob das wirklich sauber ist. Und es ist sauber. Und das Schöne daran ist, man muss auch im Anschluss keine Lappen sauber machen. Das Gerät steht in einem, ja, wie so ein Gestell, kann man sagen. Und da kann man etwas Wasser reintun. Dann stellt man den Sauger rein, drückt auf den Knopf, dann reinigt sich die Bürste und man kann sogar das Wasser, was man vorher reingemacht hat, auch wieder aufsaugen. Also genial, ich muss kein Wischwasser mehr wechseln und nichts ausfringen. Und das ist für Personen, die vielleicht auch meine Erkrankung haben, ein ganz großer Vorteil und er macht wirklich sauber. Der Invictus und auch der X-Water erleichtert mir wirklich die Arbeit um vieles. Ich habe jetzt um einiges mehr Freizeit und gehe auch viel entspannter an die Arbeit ran. Für mich ist es so, dass ich im Vorfeld nicht mehr denken muss, aha, jetzt muss ich noch putzen. Den Gedanken habe ich nicht mehr, weil es mir einfach viel, viel leichter von der Hand geht. Das Gerät hat einfach an sich schon sehr viele Vorzüge, die ich ja schon genannt habe. Und einfach die Zeit, der Faktor Zeit. Es ist viel, viel mehr Zeit da im Gegensatz zu vorher. Und das ist einfach schön, wenn ich mich hinterher hinsetzen kann und kann die Dinge machen, die mir Freude machen.